Hallo und willkommen heute zu Teil 4 in dem Hashtag Laptop Lapbook für alle. Boah, Knoten in der Zunge. Erstmal, liebe Petra, ich habe einen Filzkleider. Ich glaube, der hilft dir nicht weiter. Ich mache mir die immer als Dobber hier, ne? Als Tintenwischer auf so alte Spulen, oder hier habe ich mal so Mannekes gekauft. Ne, das ist nicht so fein wie mit dem Schaumgummi, aber lässt sich auch gut machen. Nur mal so als Tipp. Ne, Leute, wir wollen uns ja gegenseitig unterstützen. So, heute bin ich in der fummeligen Arbeit bei euch. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass diese Tasche mit diesem Verschluss so verschließbar sein soll. Versteht ihr, was ich meine? Okay, wenn nicht, ich kann mir auch nicht helfen. Ich suche mir jetzt mal erstmal eine Position hier. Das finde ich ganz nett. Das passt genau hier so rein. Mir ist es egal, ob das jetzt mittig ist. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache, das geht hier so rein. Dann mache ich mir hier mal eine Markierung. Und jetzt habe ich mir Folgendes gedacht. Das will ich unterlegen mit so einer oder vielleicht auch zwei. Das sind so Gummi-Unterlegscheiben, damit das höher kommt, ne? Damit wir nicht so viel rumfummeln müssen. Ja, vielleicht brauche ich tatsächlich noch eine zweite. Ich bin mal sofort bereit, bevor die Fummelei anfängt. So, habe ich mal so ein Bundel gekauft, eine Menge, was sagt man denn in Deutsch? Eine Einheit? Hey, egal. Ja, dann habe ich mir diese Briefverschlussklammern genommen, die passen da gut durch. Und das sieht auch erstmal ganz hübsch aus, aber irgendwie habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass da eine Perle drauf soll. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch diese Variante habe. Nicht so gut. Na, ich sag ja, heute wird es wieder fummelig. Geh schon durch. So. Und hier bei dieser Variante, ne, bei dieser Art von Klammer, die ihr hier unten auch liegen seht, da kann man ja was drauf nähen. Ja, und dann habe ich mich an das alte Reiseset hier erinnert. Ich dachte, na super, brauche ich mein Nähzeug nicht alles rausholen. Kann hier prima in die Schublade stecken. Und jetzt will ich als erstes versuchen, eine Perle, die habe ich mir hier schon bereitgelegt, hier einfach so drauf zu platzieren, in der Hoffnung, dass das klappt. Ja, Nadel geht die Nadel nicht durch? Wehe, doch geht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Bin jetzt nicht so der Super-Näh-Experte. Also das sieht schon mal ganz gefährlich aus, ne? Also für Leute, die Angst haben, sich mit der Nadel zu erstechen, ist das mal überhaupt nichts. Ich muss da mal raus. Und indem ich raus will, mache ich alles kaputt. Ich fange nochmal von vorne an. So, auf ein neues, ne? Operation gelungen, Patient tot. Also, wie hatte ich mir das denn jetzt gedacht? Das müsste so aufgenäht werden. Dann mache ich erstmal, genau, ich gehe erstmal hier rum, damit ich den Faden bzw. den Knoten nicht an der Seite sichtbar habe, sondern hoffentlich in irgendeiner Form nach unten platziert kriege. Bitte. Bitte geh da unten irgendwo rein. Hallo. Ich könnte das ja mal ein bisschen aufbiegen, vielleicht würde das helfen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Versuch und Irrtum. Kann ich das da irgendwie reinziehen? Auseinander. Auch vielleicht helfen. Ha, fast, fast.
Irgendwie werde ich das schon nach da unten kriegen. Ist das ein Fummelskram? Das ist nichts für die Uschi. Hallo. Das ist nichts für mich. Geh nach unten. Bitte. Okay, kümmere ich mich später drum. Will ich ja hier nicht langweilen mit meinen Nähversuchen. So, ich könnte das vielleicht. So, jetzt nach da unten. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Jetzt brauche ich nur noch die Perle. Bisse. Du warst doch willig, haben wir doch schon gesehen. Prima. Ich jetzt hier noch mittig platzieren würdest, das wäre ganz wunderbar. Ja, geht doch. Es hat lang gedauert, aber sie ist drauf, sie ist drauf. Ich muss hier nur noch festmachen. Also mache ich ein bisschen, drehe ich erstmal ein bisschen den Faden. Und dann gehe ich dann noch ein, zweimal durch. Und dann hole ich euch wieder raus. So, ich habe es geschafft. Jetzt mache ich dann noch ein Tröpfchen Kleber auf das Garn und lasse das mal trocknen. Und dann kümmere ich mich derweil. Wo lege ich dich hin? Da. Derweil mal hier um das hier weiter. Das kann dann in Ruhe trocknen. Will ich mir hier mal ein paar Sachen reinlegen, damit das ein bisschen hochkommt. Wo ist denn das andere? Weg. Immer wenn man es braucht, ist es weg. Ja, wir werden ja was anderes haben, was wir da reinlegen können. Das hier zum Beispiel. Ist das nämlich auch schön hoch. Prima. Dann habe ich hier ein Crocodile. Dann nehme ich das große Loch. Ach so. Hier. Na, die hintere Einstellung. Da hatte ich mir die Markierung schon. Oh, da hatte ich was anderes. Da hatte ich mir die Markierung ja schon hingemacht. Versuche ich mir da ein Loch hinein zu bohren. Bist du, wo bist du? Da bist du. Und das ging ja schnell. Endlich mal was schnell ging. Müssen wir das verstärken? Nee, eigentlich nicht. Das muss ja nicht viel aushalten. Okay, das wieder da rein, damit das mal so ein bisschen Stabilität bekommt. Wie gesagt, zwei Unterlegscheiben. Vielleicht klebe ich die auch am besten fest. Was nehmen wir denn jetzt, ein oder zwei? Zwei, ich glaube doch zwei. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie gut das hier am Metall hält. Jetzt mal einen Moment fest. Lege es zum Trocknen ab, ne? Nicht verrutschen, habe ich gesagt. Aber gut zu wissen, dass er sich noch einen Moment schieben lässt. Das ist so ein Clear Gel, Tacky Glue.
trocknet kristallklar auf. Nicht toxisch. Premium All Purpose Adhesive. Was auch immer das heißen mag. Wahrscheinlich sowas wie klebt alles. Gut. Das hier. Und dann muss ich das gleich innen noch umgebogen kriegen. Das ist schon mal ganz witzig. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Irgendwie muss ich mir das anders hinlegen. Okay, Notiz an mich, mach sowas vorher. Bevor du die Tasche aufklebst. Und wenn du es nochmal machst, dann mach es so, wie Petra es gemacht hat, mit der zusätzlichen Lasche. Viel bessere Idee. Jetzt müssen wir damit gehen, was wir hier fabriziert haben. Na ja, doch, ist gut. Ist gut. Ist noch genug Platz. Oh ja. Aber lässt sich ganz schön schwer biegen. Aua. Aua. Ich muss meine Schere zu Hilfe nehmen. Fingerkuppen mögen das nicht. So. So. Erstmal testen. Okay. Das ist jetzt zu dick, deswegen geht dann nicht so gut. So. Hält. Und hat auch genügend Platz. Ich glaube, ich kann noch, wenn es noch geht, noch eine Scheibe rausnehmen. Ist doch ein bisschen sehr hoch. Und wird dadurch ein bisschen wackelig. Geht das noch? Ja. Jetzt muss ich aber den anderen nehmen, weil er total verklebt ist. Also Metall klebte nicht, so. Was auch immer da auf dem Kleber drauf steht. Und ein neues. Warum mache ich das eigentlich immer mit links? Ich bin da kein Linkshänder. Achso, weil das so rum ist. Na gut. Prima. Sollte man alles vorher sich überlegen. Aber so ist das, ne? Wir lernen ja im Tun. Ah, ja. Gut, Operation gelungen. So, wie macht ihr denn sowas? Könnt ihr einmal zeigen. Da möchte ich noch was draufsetzen. Wahrscheinlich möchte ich da kleine Perlchen draufkleben. Die sind mehr. Ach, das könnte man auch noch da dran hängen. Das geht. Sieht das aus? Mein kleines Dingel-Dangel-Dangel. Ach, das soll aber auch nicht. Nee, das wird alles so hoch. Nee, 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 lass mal. Mach mal was anderes. Aber nee, noch kleinere Perlchen. Nee, aber hier so, ist da wie so ein Stecknadelkopf, so eine kleine Perle würde ich da gerne draufsetzen. Werde ich schon irgendwann finden. Jetzt hält das ja erstmal so. Und dann gucken wir weiter. Habt ihr eine Idee, ob man das hier, das
kann ich doch innen fixieren, oder? Das geht ja nur darum. Ach nee, das jetzt so bewegen. Doch, das kann ich innen fixieren. Ach, wie gut, dann mache ich das. Aber erstmal mache ich das richtig, richtig platt. Genau, das mache ich jetzt. So, ich hatte mir das mal auf den Kopf gedreht. Jetzt ist es relativ platt und jetzt nehme ich hier diesen einfachen Papierklebeband. Sieht man ja da innen nicht. Und fixiert. So, dass wenn ich da Sachen reinschiebe. Perfekt. Okay. Das erste Mal finde ich ganz okay, was ich da mir geleistet habe. Wunderbar. Jetzt hatte ich hier noch die Lotusblüte, die möchte ich hier gerne aufkleben. Und dann hatte ich mir ja schon hier so ein paar kleine Sachen angefangen auszuschneiden. Und da würde ich auch gerne das mit fixieren. Und da ist mir doch noch was in die Hand gefallen, wo ich gedacht habe, das könnte vielleicht auch hier reinpassen. Das habe ich mal irgendwann mal so gemacht. Hier selbstgemachtes Washi-Tape. Das ist ein Briefumschlag mit ganz vielen Resten. Eine, zwei Taschen. Da wollte ich mal schauen, ob das Sinn macht. Ja, ach, sag mal, das Buch ist ja. Mal, das Buch ist ja wirklich nett zu mir. Guck mal, das würde in das Buch passen. Dann mache ich hier auch ein paar. Eine Signatur rein, eine Lage. Und das wird das Deckblatt. Ach, Freu. Schön. Schön, so langsam fügt sich alles zusammen. Ich habe noch ein bisschen hier Moschee-Papier gefunden. Da werden wir doch auch irgendwas Nettes. Ich habe doch hier so eine Stanze. Hier diesen. Gucken, ob sich das stanzen lässt. Dann haben wir doch noch eine. Eine schöne Blüte. Komm schon. Guck ich mal, ob ich das mittig hinkriege. Könnte man den Rand ja vielleicht auch noch irgendwo verwenden. Okay, das ist schon mal gelungen. Kriege ich dich hier wieder raus, ohne dich kaputt zu machen. Ja, da soll es jetzt nicht hin, aber kann man ja mal irgendwo irgendwann hinkleben. Okay, das ist auch. Ja, es ist nicht ganz so scharfkantig. Ich meine, ich hätte mal gesehen, dass jemand da Papier mit drunter gelegt hat, dann geht es besser. Da werde ich das nächste Mal versuchen. Jetzt ist es so, wie es ist. Dekoriere jetzt mal ein bisschen und ja, hole euch dann wieder rein. Also ich merke dieses Ausschneiden, dieses Feine, das ist heute nichts für mich. Weiß gar nicht, ob das sonst auch was für mich ist. So, jetzt will ich mal langsam auch anfangen, die Sachen ein bisschen zu distressen. Ich merke mein Vintage-Foto. Da muss ich mal neue Filler bestellen. Das ist schon ein bisschen ausgelaugt, aber es geht noch. Ansonsten müsste ich umswitchen auf Walnut Stain. Ja, das hätte ich gerne hier. Das finde ich, das poppt direkt so raus auf Petras Gestaltung. Und dann habe ich hier den süßen Fisch. Da habe ich mich wirklich total dran verliebt. Also der ist ja, nur den habe ich ja schon hier auf der Rückseite von dem, nee, Vorderseite von dem Buch. Den finde ich ja wirklich ganz süß. Und da habe ich gedacht, den könnte ich hier, diese würde ich gerne hier vorne drauf. Und das würde ich gerne hier hinten hinkleben. Das mache ich jetzt auch einfach mal, bevor ich noch mehr schwätze. Bin hier nicht als Entertainer.
Obwohl auch das würde ich, mache ich ganz gerne. Ne? Könnt ja mal sagen, was ihr so wissen wollt. Ne? Also Fragen immer, immer gerne her damit. Ne? Also haltet euch nicht zurück, wenn ich irgendwas nicht richtig erklärt habe oder vergessen habe oder so. Sagt einfach Bescheid. Ich versuche das zu beantworten, wenn es mir denn dann irgendwie wieder einfällt. Schaut mal, wir haben noch das hier. Sieht das aus? Das sieht schon irgendwie aus, aber es sieht auch irgendwie komisch aus. Aber das werden wir noch ein Plätzchen für finden. So, du darfst jetzt erstmal hier drauf wohnen. Da ist die Tasche. Ach hier, das wollte ich aufkleben. Nehme ich das einfach so. Dann mache ich irgendwas nachher noch drauf. Ja, das nehme ich so. So, dann kommt da noch irgendwann irgendwas drauf. Jetzt habe ich gerade alles hier umgeklappt, sag mal. Machen wir mal hier so hin. Ich bin da ja auch so ein bisschen wie Petra, ich wäre. Wir beide mögen ja gerne so Upcycling. Alte Sachen mitverwenden, Wertstoffe verwenden. Ja, leider sammelt man dann auch sehr viel. Alles wird zweimal in der Hand rumgedreht. Bis man es dann auch vielleicht mal wegschmeißt oder auch nicht. Da habe ich gedacht, das ist doch. Schau, das ist doch süß. Da kann auch ich ein bisschen Glitzer vertragen hier, der. Mein Lieblingsfisch. Ein bisschen schräg. Weil nicht immer alles so gerade haben. Damit das Auge auch was zum Gucken hat. Lasse ich jetzt erstmal so, bis mir irgendwas in die Hände fällt, was ich da noch mit draufbringen kann. Wie zum Beispiel das ist mir in die Hände gefallen. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hier habe. Das scheint mir eine Bordüre zu sein. Das ist eine selbstklebende, wahrscheinlich. Ich versuche es herauszufinden. Ja, fühlt sich so an, als könnte man da. Vielleicht finden wir da ja auch noch ein Plätzchen. Ich meine, ich gehe ja völlig aus meiner Farbskala raus. Aber ich finde das völlig in Ordnung. Braucht die noch sowas hier? Nicht, ne? Warum nicht? Machen wir doch mal einfach. Das ist einfach so. Also so einfach so im Arbeiten und gucken, was kommt. Das mache ich ja am liebsten. Da muss man auch schon mal ein paar Sachen planen. Aber it could wie it could, sagen wir hier im Rheinland. Und es ist noch immer gut gegangen. Ja, ihr merkt schon, ich kann nicht wirklich platt sprechen. Und ich fuddel mir hier schon wieder einen ab. Ach, ich weiß nicht, was ich mir hier mal antue. Muss ich das eigentlich machen? Muss ich das machen? Ja, ich muss es machen. Eigentlich mache ich es ja gerne, aber irgendwie gehöre ich mir meine Finger nicht mehr so ganz an manchen Tagen. So, es hat sich lange gewehrt, aber ich konnte es besiegen.
weiß ich auch wieder, wo ich das her hatte. Ich habe das, hab das in Schwarz und das war wohl mit dabei. Das hier ist auch ganz witzig. Das kann man auch aufkleben. Also ist ja das Papier und das sollte man nicht wegtun. Das kann man dann auch noch weiter benutzen. Ja, mal gucken, wo du ein Plätzchen findest irgendwann. Jetzt gehst du erstmal nach da oben. So weit, so gut. Ach, guck, hier, da könnte es wohnen. Das mache ich noch. Das mache ich noch und dann ist gut für heute. Gerade noch dran gedacht. Lass mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, hier an das Distressen. Okay. Nochmal Revue passieren lassen. Das hier, das und das geschafft. Das hat am längsten gedauert. Aber ich glaube, nein, ich hoffe, dass ich jetzt alle Fummelarbeiten hinter mir habe. Dass ich jetzt bitte schön ins Ausdekorieren gehen kann und ja, und schöne Sachen finden und da reinstecken und. Ja. Sagt ihr mir doch mal, was denkt ihr? Was wird noch fehlen? Was für Ideen habt ihr? Das werde ich noch verstärken, wenn ich heute. Ja, diese Karten sind ja einfach Zucker, ne? Also, da habe ich mich ja wirklich drin verliebt. Ich zeige euch die mal ein bisschen näher, falls euch das interessiert. Wenn nicht, guckt weg. Also das ist sie. Hier ist wieder der geliebte Fisch. Das ist Server gebaut in Asiatisch. Und hier ist einfach nur was. Ich glaube, das steht sogar auf dem Kopf. So, dann könnte man ein Fenster draus machen. Ja, also die finde ich auch wirklich. Also vom Papier bin ich begeistert. Das ist richtig schön. Auch hier. Das kann ich noch ausschneiden, muss ich aber nicht. Könnte ich auch so als Tag verwenden. Ich weiß noch nicht. Ich gucke mal einfach, was mir noch so einfällt. Also, bis dann. Tschüss.